Das Seeufer am Harkortsee gehört zu den schönsten Anziehungspunkten des Ruhrtales. 2005 hat die Stadt Wetter erfolgreich am NRW-Landeswettbewerb Stadt macht Plätze teilgenommen und als Wettbewerbssieger Zuschüsse für die Umgestaltung des Seeufers erhalten. Der Platz am See soll nun komplett umgestaltet werden, denn ein Schmuckstück ist dieser Platz sicherlich nicht mehr. Die Bänke sind marode und die Wegeführung ist unübersichtlich. Schon heute ist der Seeplatz ein Bereich, in dem Radfahrer eine Pause einlegen und Besucher auf das Schiff warten, um eine Rundfahrt über den Harkortsee zu unternehmen. Der Seeplatz ist aber auch eine Visitenkarte der Stadt Wetter. Da hier auch viele Besucher mit dem Schiff oder dem Fahrrad ankommen und so einen ersten Eindruck von der Stadt erhalten. Mit dem neu gestalteten Seeplatz soll ein Tor von der Stadt zum See entstehen. Der Seeplatz soll nun größer, heller und freundlicher gestaltet werden und die Besucher zum Verweilen und zum Picknicken einladen. Zudem soll er Raum für Feste und Veranstaltungen bieten. Im Frühjahr 2009 ging es dann endlich los mit den Arbeiten am Seeplatz. Es wurde die Baustelle eingerichtet und mit den Abbrucharbeiten begonnen. Des Weiteren wurden Erd- und Entwässerungsarbeiten ausgeführt. Erst danach kann mit dem Ausbau des Platzes begonnen werden. Am 2. November wurde das Schwungrad nach einigen heftigen Diskussionen mit den Bürgern zu seinem neuen Standort ins Schöntal gebracht. Mehr Platz am See und der historische Bezug zum Rehme-Gelände waren am Ende die Gründe, dass sich die Mehrheit des Rates der Stadt Wetter für die Umsetzung des Schwungrades ausgesprochen hat. Während der gesamten Arbeiten können Fußgänger und Radfahrer meist durchgängig den Seeplatz passieren. Neben der neuen Pflasterung wird ein 5 Meter breites Holzdeck über dem Wasser verankert. Von innen beleuchtete Sitzbänke runden das Gesamtbild ab. Der lange und kalte Winter machte den Planern noch einmal einen Strich durch ihre Zeitrechnung und die Fertigstellung des neu gestalteten Seeplatzes musste noch einmal verschoben werden. Aber im Juni 2010 war es dann endlich soweit. Der neu gestaltete Seeplatz konnte mit Klängen des Jugendspielmannzugs Vollmarstein durch den Bürgermeister der Stadt Wetter, Herrn Frank Hasenberg, feierlich den Bürgern übergeben werden.
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates und vor allen Dingen auch liebe Gäste. Gestatten Sie mir vielleicht zu Beginn ein paar kurze Worte hier zur heutigen Eröffnung unseres neu gestalteten Seeplatzes. Ich begrüße Sie natürlich zunächst mal ganz, ganz herzlich, persönlich und auch im Namen meiner Kollegen von der Verwaltung zu unserer kleinen Party, so möchte ich es mal bezeichnen, zu unserer kleinen Party anlässlich der offiziellen Eröffnung des neu gestalteten Seeplatzes. Eines unserer neuen Aushängeschilder hier in Wetter. Ich denke, eine Visitenkarte in Zukunft für unsere Stadt hier in Wetter. Ich hoffe, Sie stimmen mir dazu. Ja, der Seeplatz in seinem neuen Erscheinungsbild ist sicherlich auch ein wichtiger Meilenstein in unserer Stadtentwicklung, steht er doch auch ein Stück weit für Erneuerung und Modernisierung unserer bestehenden Strukturen, die uns sicherlich sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Wetter ist eine Stadt am Fluss, also eine Stadt an der Ruhr, eine Stadt am See, am Harkortsee und das Seeufer gerade hier am Harkortsee, hier in Wetter, gehört sicherlich ohne Zweifel zu einer der schönsten Punkte, zu einer der schönsten Anziehungspunkte des gesamten Ruhrtals. Darauf können wir und darauf sollten wir hier auch im Wetter sehr stolz sein. Ja, größer, heller, freundlicher, ein zentraler Ort, ein Zugang zum See, ein Platz zum Verweilen, zum Ausruhen, zum Entspannen, zum Begegnen mit dem Blick auf den See, auch ein guter Ort für Veranstaltungen sollte es werden. Und meine Damen und Herren, ich bin ganz sicher, es ist so geworden. Beleuchtung bringt zukünftig ein wenig mehr Licht ins Dunkel. Sie sehen hier die Stelen rund um den Platz, die Sitzbänke sind beleuchtet, sodass man sich auch in den Abendstunden in Zukunft hier sicherlich gerne aufhalten wird und im Zweifel dem Sonnenuntergang über den See entgegengucken könnte, wenn die Sonne denn da unten hinten unterging. Ich weiß, es tut es woanders, aber trotzdem genießen Sie es in Zukunft. Das Holzdeck hier, völlig neu gestaltet, wird letztendlich dazu beitragen, dass auch ein Gefühl von Verbindung zum Wasser aufkommt. Denn hier haben Sie die Möglichkeit, auf dem Holzdeck direkt über dem See zu stehen. Und ich denke, das ist ein Riesenfortschritt gegenüber dem, was wir vorher hatten. Die Bänke bieten viel Platz zum Sitzen und Beobachten unserer Flusslandschaft. So, glaube ich, haben wir es uns alle, so haben sich die Bürgerinnen und Bürger in Wetter das gewünscht. Ja, unser Seeplatz lädt aber auch unsere Gäste, die hier nach Wetter kommen, ein zum Verweilen und macht sie sicherlich auch sehr neugierig auf unsere schöne Stadt. Jedes Jahr kommen zigtausende von Menschen, vorzugsweise mit dem Fahrrad, hier vorbei. Der Ruhrtal-Radweg, ein großer Erfolg der Ruhrtal-Initiative, macht das möglich. Radfahrer finden hier einen Platz zum Rasten und zum Ausruhen und vor allen Dingen auch das Notwendige um das Fahrrad. Da vorne ist ein Schlauchomat, wir haben Fahrradstellplätze und nicht zuletzt eine Solarfahrradpumpe, meine Damen und Herren. Wohl die einzige hier im Ruhrtal, die Fahrradfahrer nutzen können und als Service für sie bereitsteht. Ja, meine Damen und Herren, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eins, wenn man den Platz im Grunde genommen sich so anschaut. Es fehlt uns noch in Zukunft ein bisschen Gastronomie. Denn bis jetzt, wenn man zum Platz kommt, muss man sich ja alles mitbringen. Wir wollen hoffen und wir arbeiten, das verspreche ich hier an dieser Stelle, sehr, sehr intensiv daran, auch das hier auf dem Seeplatz realisieren zu können. Eine Gastronomie, wo Sie sich in Zukunft auch versorgen können. Wir hoffen und sind optimistisch, einen Investor zu finden, der die Chance hier am Seeplatz erkennt und hier eine Gastronomie zu eröffnen. Ich hoffe, das wird bald der Fall sein. Lassen Sie uns nun gemeinsam ein bisschen feiern, das Leben am See genießen, bei und vor allen Dingen in unserem schönen Wetter. Viel Spaß und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.